ein bisschen was zu Forschung. Ich habe schon gesagt, dass Forschung ein dickes, dickes Thema ist an der Uni in Luxemburg, vor allen Dingen in der Psychologie. Und wir sind total stolz, dass wir eine ganze Reihe von Laboren, ein Labor, das ich beispielsweise leite, ist das Medien- und Experimentallabor. Hier ist es so, oh super, vielen merci. Hier sehen Sie beispielsweise, wir haben eine große Leinwand und da lassen wir beispielsweise Leute spielen. Die spielen gewalthaltige Spiele oder gewaltfreie Spiele und wir prüfen beispielsweise, was das tatsächlich mit den Menschen macht. Reagieren die nachher anders, verhalten die sich anders, wie nehmen die das wahr? Ja? Das ist das Medien-Experimentallabor. Wir haben einen ganz tollen Fahrsimulator hier. Sie sehen, da sind drei fette Bildschirme. Wer hat gesagt, dass Forschung nicht Spaß machen soll? Ja. Das CLIPS Lab, Clinical and Psychophysiological Lab, testet beispielsweise, inwiefern oder wie wir uns regulieren, wie unser Körper, wie unsere Psyche unseren Körper beeinflusst, wenn es um die Regulation geht der Nahrungsaufnahme. Ja? Und die machen das beispielsweise über Beobachtung, über Messung von Hirnströmen, über Blickbewegungslabore. Frau Vizedekanin sitzt auch hier. Christine Schilz hat ein eigenes Labor, wo beispielsweise auch Blickbewegungen erfasst werden und analysiert werden. Im CLIPS Lab beispielsweise werden Hirnströme gemessen, also EEG. Noch am Limpertsberg, dann aber auch ab dem Sommer, wie wir alle hier in Bellwall, ist das Labor von Fernand Anton, Laboratory of Psychobiology and Neurophysiology. Die machen ganz viel Schmerzforschung beispielsweise. Ja? Wie nehmen wir Schmerz wahr? Welche Bedeutung hat Schmerz? Inwiefern haben Placebos oder Nocebos, also das Gegenteil von Placebos, inwiefern beeinflusst das unser Schmerzempfinden, unsere Schmerzwahrnehmung? Ja, das kann mit, es gibt da so eine Reihe von sehr interessanten, aber auch ein bisschen fiesen Geräten, die da eingesetzt werden. Beispielsweise hiermit, da haben Sie eine Thermode, da wird die Hitze, stimuliert auf einen begrenzten Raum. Ja, hier haben Sie was super fieses, ja, das ist so Interdigit Pinch, das ist also das kleine Häutchen, was Sie zwischen den Fingern haben. Und es tut schweineweh, wenn da was runterkommt. Ja. Sie hören dann nicht irgendwie den Kollegen Anton hämisch lachen, ja. Sondern hier geht es darum, welchen Schmerz Sie berichten und unter welchen Bedingungen Sie welchen Schmerz berichten. Ja. Wir haben ein super ausgestattetes Psychodiagnostiklabor, die sogenannte Testothek, geleitet von Georges Stefkin. Wir haben wirklich eine irre große Bandbreite an psychologisch-diagnostischen Testverfahren, die teilweise hier kindgerecht sind, wo Kinder Situationen nachstellen, nachspielen. Alles das, was Sie im Beratungskontext beispielsweise benötigen.